Kapitel 14. Ein Altar in Flammen. Da waren wir leider gerade... Nach all dem bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Erklimme Theodors Festung, um ihn zu stellen. Mein Gott, da bin ich... Leider ist das Spiel gerade abgeschmiert. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich hoffe, der Cut war jetzt nicht allzu schlimm. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, Theodor zu finden. Wie sieht's denn aus? Ja, 4 Schuss, alles klar. 12 von 12. Aber auch noch ein bisschen. Gar nichts mehr. Die kann ich eigentlich fast wegschmeißen. Die laden wir mal nach. Ich habe das Gefühl, dass wir die noch brauchen. Aber ich muss sagen, diese ganze Feuersache gefällt mir überhaupt nicht. Das Spiel hat sich so im Laufe der Zeit eher nicht so gut entwickelt, meiner Meinung nach. Also... Mir hat der erste Teil tatsächlich deutlich besser gefallen als der zweite. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nicht der Typ für so ein Open-World-Gedöns hier. Und so vielen Boss-Fights und dann alles... Ich bin eher so, lieber so geradlinig durch, weißt du? Das ist so eher so mein Teil. Schlauchlevel. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal ein bisschen hier um. Hier liegt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Viele Flaschen. Ich glaube, ich habe viele Flaschen weggeworfen. Als wir uns diesen Fettmonstern vorbeigeschlichen haben. Wo ich auch noch nicht ein einziges besiegt habe, weil ich permanent Munitionsmangel habe. Oh, noch eine Pflanze. Alles klar. Ich glaube, wir können auch nochmal einen hier reintun. Vielleicht. Ich meine, wir haben so viele Pflanzen. Ich kann mir nochmal... einen Erste-Hilfe-Koffer erstellen. Und ein paar Spritzen. Das sollte hier eigentlich nicht so schlimm sein. So witzig, dass es einfach wie eine Kirche aussieht. Ich meine, wie kommt man da drauf? Sich so eine Kirche zu generieren hier. So, okay. Aber das mit der Kirche hatten wir ja schon mal, ne? War schon im ersten Teil so. Oh, eine Orgel. Nice. Lass mal spielen. Ja. Halleluja. Eine Note. Theodors Manuskript 1. Dieser Ort, Union, hat unglaubliches Potenzial und Mobius hat es verschwendet. Sie verstehen nicht das Ausmaß von dem, was sie geschaffen haben. Man stelle sich vor, eine ganze Welt voller Bekehrter. Ihre Erinnerungen, alle überschrieben und neu programmiert, alle verbunden mit einem zentralen Gedächtnis, dem Kern. Meine Befehle, die mit einem einfachen Gedanken übertragen und nicht in Frage gestellt werden. Ich könnte meine eigene geistige Utopie innerhalb von Tagen statt Jahrzehnten umsetzen. 37 von 40. Oh mein Gott, noch 3 und wir haben alles. Finden wir wirklich alles. Genauso wie die Dias. Das wäre ja der Hammer. Aber irgendwie sieht das alles gerade wieder nach Bossfight aus hier. Diesmal ist es anders. Sie kommen nicht davon. Da oben brennen welche im Käfig, das ist wahr. Hat er erinnert aber wieder so ein bisschen an Beacon hier mit dem Aufzug. Holla the Forest Fairy. Alright. Ich mache erst einmal die Runde. Ich weiß nicht, ob wir nochmal ins Spiegel zurückkehren. Okay, da weiß ich nicht. Ich erstmal da rechts. Da ist die Tür schon auf. Ich bin ein freundlicher Gast. Ich will ja nicht direkt so reinplatzen, ne? Ah ja. Ah ja. Guck mal, doch Spiegel. Ach. Ich dachte, wir sind das letzte Mal im Spiegel. Tasche verbessert für SG-Munition. Ja, toll. Was, wenn ich mir nur 5 davon craften kann? Brauche ich auch keine riesige Tasche, Junge. Okay, was war da hinten?
Also wenn das hier mal nicht nach Bossfight schreit. Okay, der greift mich nicht an. Und du? Du auch nicht. Und du? Okay, alles klar. Nägel. Nice. Dann versuche ich doch noch mal ein bisschen was zu craften hier. Kätzchen, hast du noch was? Erstmal den letzten Pimp noch mal machen. 9000 Gel. Doch erstaunlich viel. Vielleicht hätten wir doch die 75 voll gekriegt. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Habe ich noch Schlüssel? Vielleicht noch mal plaudern? Ein weiteres Opfer hat sie so weit gebracht. Verdammt. Warum musste sie sterben? Ich habe alle verloren. Es ist tragisch. Aber sie starben ehrenvoll. Hoffentlich war es das wert. Das muss es. Sonst sind sie umsonst gestorben. Das könnte ich nicht ertragen. Dann müssen Sie die Sache zu Ende bringen. Sie retten, damit Ihr Opfer nicht umsonst war. Sie haben recht. Ziehen wir es durch. Ich brauche alle Hilfe, die ich kriegen kann. Okay. Haben wir noch Schlüssel? Nope. Okay, also Heilung. Da haben wir den, glaube ich, noch offen. 4000. Behandlung oder List oder Kampf. 20.000. Okay, Gesundheit. Da hatten wir noch was auf mit 8. Genau hier. Vitalität 2. Okay. Wir hätten auch trotzdem können. Ja, jetzt habe ich schon Vitali habe ich genommen. Egal. So. Vielleicht nochmal die Waffen pimpen. Alles, was wir haben. Vielleicht nochmal auf die Armbrust gehen. 125. Reichweite haben wir erhöht. Frost. Ladezeit. Können wir nochmal erhöhen. Erhöhen. So machen wir das. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. So. Minigames habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dias haben wir alle gemacht. Da haben wir gar nichts mehr. Haben wir gar nichts mehr. Aber noch 4. Hauptsächlich Pistole habe ich. Und so ein paar Eispfeile. So, konnte man noch was anderes? Gab es da unten noch Räume? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir müssen hier durch. Mal sehen. Alles klar. Ich frage mich, ob wir die Geisterlady noch mal sehen. Das ist irgendwie auch noch nicht so ganz geklärt, ne? Was die Geisterlady ist oder warum. Warum sie erscheint. Ist das... Sie werden es nicht schaffen. Letztes Mal, als sie retten wollten. Verdammt! Sie kriegen mich nicht klein! Ich befürchte, dass wir wahrscheinlich erst die Geisterlady nochmal antreffen. Und dann zu ihm kommen werden. Oder so. Hätten wir nicht Aufzug nehmen können? Treppe ist so mühselig. Okay, Katze. Ach, das sind die brennenden. Ja. Ach, nö. Was stecken Sie in Ihrem eigenen gequälten Geist fest? Meine Jünger. Geh weg, steh auf. Ja.
Geh mal in die Richtung. Wenigstens das hat geklappt. Ich habe immer noch den Eispfeil, ne? Aber ganz schön viele. Ah, oh, die sind ein bisschen härter als das letzte Mal, ha? Nein! Falsch! Warum hat er denn nicht den Eisfall genommen? Warum kann ich ihn nicht zertreten? Das gibt's doch nicht, ey. Das meinte ich mit dem Wechsel. Das ist nicht gut, dass du nachladen willst und dann wechselst. Ich will Eis. Ich will Eis. Den! Das war hier. Ah, oh, Flasche, okay. Oh, 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 oh. Oh. Mann, warum erinnert mich das alles an diesen Laura-Bossfight? Mach so. Wieder keine Kiste. Oh, was können wir hier? Hier können wir was ziehen. Ah, so geht das Tor auf. Verstehe. Okay, die zwei erledige ich mit meinem Eisklopper. Ja, Bro, komm her. Ja, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, hier. Hallo? Na, also. So gut, so weit. Hä? Also nur Flasche, ne? Oh, Gel. Da sage ich nicht nein. Da sage ich auch nicht nein. Hallo, hier bin ich, ihr Decken. Hallo. Ja, hier, kommt her. Ja, kommt her. Alle drei. Oh, fuck. Warte. Warte. Warum denn schon wieder die? Ich hatte doch die Eispfeile ausgewählt. Wollen die mich eigentlich verarschen hier? Ich hatte definitiv vorher die Eispfeile.
Oder startest du immer mit den Elektrofallen, wenn du die scheiß Waffe wegsetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Das nervt einfach nur. So. Eispfeile. Nachladen. Alles klar. Ah, komm her. Ja, hier bin ich. Hier bin ich. Ah, danke schön. Dann halt so. Wenn du nicht anders willst. Wenn du nicht anders willst, hier. Ich gehe. Oh. Don't get it. Ja, komm her. Ah, guck mal, der ist ein bisschen agiler hier. Der ist ein bisschen agiler. Motivierter, mich zu fassen. So, jetzt nochmal. Da, siehst du? Er wechselt auf Blitz. Er hatte Eis und er hat auf Blitz gewechselt. Warum macht er das? Warum? Vor allem muss er erst alle durchgehen, bevor ich die richtige Munition auswähle. That's not good. That's not good. Hier bin ich. Komm her. Ja, hier. Aua. Jetzt hat ihn nicht erwischt. Du Arschloch. Perfectly balanced game. Perfectly balanced. So, was war das? Pistolenmunition. Ja, mit dem Revolver natürlich geil. Also der Revolver, der macht... Der macht natürlich einiges. Okay, aber die nächste Area. Area. Wird schon schief gehen. Jeder Union kontrollieren. Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist Morbius. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt, sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrolliert man die Welt. Wenn sie denken, ich helfe einem Arschloch wie ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind sie verrückter als gedacht. Mahlzeit. Okay. Ja, das kommt mir doch alles sehr bekannt vor hier. Fast zu ruhig hier. Theodors Manuskript 2. Wenn ich zum Kern geworden bin und diese neue Welt in meiner Vorstellung errichtet habe, wird die Realität schnell folgen. Mobius hat bereits in allen Bereichen der Gesellschaft Fuß gefasst und sie waren dumm genug, sich selbst eine tickende Zeitbombe ins Gehirn zu pflanzen. Sie sehen sich als Wölfe und den Rest als Schafe, aber ich bin der Hüter und warte nur darauf, die Wölfe zu erlegen, wenn sie nicht aufpassen. Sobald Union in meine Hände fällt, sind die Tage von Mobius gezählt. 38 von 40. Dann. Zack. Zack.
gibt's hier? Oh, Spiegel. Ja, wir können noch mal ein bisschen Munition, glaube ich, herstellen. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? 110. Und was haben wir hier? Wie viel Gel? 3000. Ich glaube, wir brauchen 4000 für den nächsten Shot. Herstellung. Auf jeden Fall Pistolenmunition. Das Zeug ballert ja doch ziemlich gut, ne? Ein bisschen Schrot. Und natürlich Eispfeile. Okay, einen. Explosiv. Und die Schockbolzen. Okay. Können wir hier noch was machen? Nochmal auf Schockbolzen gehen. Rauchbolzen, Schockbolzen, Explosionsbolzen, Harpunenbolzen. Die können wir noch verbessern. Nein, wir brauchen noch 10 Schrott. Okay, alles klar. Dann halt beim nächsten Mal. Wenn es denn am nächsten Mal gibt. Aber weiß, vielleicht geht das Spiel noch 10 Stunden. Aber anhand der Notes, die wir gefunden haben, fehlt ja eigentlich nicht mehr viel, denke ich mal. Und auch alle Dias haben wir gefunden. Das riecht ja doch schon hier. Bisschen nach Bossfight, ne? Mein Gott. Kann man vielleicht direkt sagen, was für einen Bolzen man haben will? Ach, man kann man direkt sagen. So geht's natürlich auch, ne? Ne. Er ist wieder direkt auf Blitz gegangen. Pass auf. Ich wähle die aus. Komm, nochmal hier rein. Ich wähle die aus. Ich sage hier, Kältebolzen. Das ist jetzt geklappt. Hä? Verarschen? Ach, jetzt. Frag mich nicht, ey. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Mitten ins Gesicht. Bleibt's bei. Ich versteh's nicht. Nice. Oh, ziemlich nah dran, ey. Ziemlich nah dran. Bin ich einfach hier raus. Oh, eine Axt! Da sage ich nicht nein, ne? Tasche verbessert. Für Pistolenmunition. Oh no. Sollen wir da wirklich rein? Oder haben wir hier noch eine Möglichkeit? Ih, was ist das denn? Eine Hand? Oh oh. Nice! Warum? Fickt euch doch! Nein, nicht wechseln! Nicht wechseln!
Jetzt, ja, nachladen. Ja. Gibst du mir was? Gel? Irgendwas? Nein? Er ist ganz schön groß hier. Okay. Okay. Warte, da war was. Was war hier? Da? Oh, ein Medikit. Ein großes Medikit. Gut. Warum auch immer das in dem Staubhaufen war. Vielen Dank, Kuppel. Sich denn lang hier? Das ist einfach nur verwirrend. Da waren wir gerade von der anderen Seite. Okay. Da rannte hier der Flammenwerfer-Typ rum, ne? Okay, aber hier müssen wir scheinbar nicht her. Sondern da. Oder... Ah. Okay, ja gut. Ich gucke erstmal, was hier ist. Können wir es von hier vielleicht abdrehen irgendwo? Müssen wir beide abdrehen? Sicher ist sicher, ha? Huh? Ich verstehe das Rätsel nicht, wenn es eins sein soll. Das sieht wieder so voll nach Arena aus. Warum sieht das nach Arena aus? Speichert. Oh no. Explosion. Oh! Er hat wieder Eis genommen. Aber das Ding funktioniert nicht. Durch die Krise. Wieso nimmt er denn nicht den Holz, den ich ausgewählt habe? Ja, den will ich. Das ist schön. Gott, ey. Yeah.
Nein, das war's. Also dieser Bug mit der Harpune, dass der nie das wählt, was du eigentlich haben willst. Das finde ich schon nervig. Ja, du gehst hier auf Bolzen und sagst, ich möchte jetzt Explosionsbolzen haben. Jetzt mach das, aber nicht jedes Mal. Ich verstehe es nicht. Aber ihr habt es auch gesehen, oder? Bin ich verrückt. Diese Viecher sind ätzend. Ätzend seid ihr. Vier Schuss. Wo geht's weiter? Da ist die Treppe. Okay. Treppe rauf, Treppe runter. Ach Gott. Ich stehe in einer weiteren Schau, sich der berechtigten Sache anzuschließen. Ihre Entschlossenheit hilft ihnen nicht. Sie werden vor mir kriechen. Das können sie sich abschminken. Oh, was war das? Freund. Zurück. Irgendwas ist hier. Hä? Auf dieser Ebene? Sie haben sie gefunden. Exzellent. Sie haben sie gefunden. Dann weiter oben oder was? Ich check's nicht. Muss ja, ne? Okay. Sebastians Zimmer. Wie viel haben wir denn hier? 220. Ich glaube, ich gehe nochmal auf die Pistole, wenn ich denn hier noch was. Feuerkraft. 400. Nachladezeit haben wir schon. Haben wir schon. Wie sieht's hier aus? Elektro. Ich glaube, die normalen pimpe ich nochmal. Okay. Und was haben wir denn noch? Elektro einmal. Okay. Herstellung. Ja, stopp, wir machen erst die Bolzen. Da könnten wir eh nur Schockbolzen, deswegen gehe ich hier auf Pistole. Die funktioniert ja ganz gut hier. Nee, ist das die Magnum? So, wie viel haben wir hier noch? 5000. Irgend 4000 haben wir bestimmt auch noch. Bei der Katze nochmal gucken? Wir sollten vielleicht uns so nicht mehr treffen, Detective. Ja, ist alles klar. Okay, Gesundheit. 11 von 10. Hab ich schon. Hier, Athletik. Da können wir auf jeden Fall noch. Hier, 5000. Was haben wir hier? Chance, einen Angriff automatisch auszuwenden, den ich verletzt hätte. Machen wir. Du weichst gegnerischen Angriffen automatisch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aus. Ist klar. Ist bestimmt gut.
Alles klar. Let's go. Sie haben die Chance zu helfen. Aber ihre Weigerung lässt mir keine Wahl. Ich zerlege diese Welt. Ich finde ihre Frau und ermorde sie vor den Augen ihrer Tochter. Wie schrecklich sein wird, wenn ich ihre Macht antöte. Nicht, wenn ich sie vorher töte. Warum glauben Sie, dass es diesmal anders ist? Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Dann kommen Sie. Möge das Gemetzel beginnen. Okay. Nice. Munition für mich. Da liegt was. Deswegen werde ich jetzt darunter steigen. Aber erst gucke ich hier nochmal, ob hier noch was liegt. Oh, hier Fall, ne? Wir sind voll, natürlich. Ich habe nichts anderes erwartet. So, jetzt nochmal der Test. Ich gehe hier drauf. Ach, jetzt habe ich sie schon ausgewählt. Ja, jetzt haben wir da. Da unten muss das sein. Warum nicht? Gehen wir da mal runter. Na, ja, sieh mal an. Bringen Sie mir den Kern. Sie haben sie gefunden. Exzellent. Sie sind etwas Besonderes. Immer schon gewesen. Darum habe ich sie hergebracht. Und sie ihren eigenen Raum erschaffen lassen. Beweisen Sie mir Ihre Treue. Bringen Sie mir den Kern. Aber natürlich, Sie sind Stefano. Stefano. Das respektiere ich. Aber erst brauche ich das Mädchen. Erinnerungsfragment 20 von 24. Da nähern wir uns auch dem Ende. Natürlich. So. Alles klar. Ja, da. Gehen wir es an. Da ist er ja wieder. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lily. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Hat er jetzt den Kern in sich aufgenommen? Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt.
Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt und sie werden von ihnen verfolgt. Erinnern Sie sich, wo es begann? Erinnern Sie sich an Beacon? Oh nein. Sie erinnern sich daran. Oh nein! Oh! Oh, es ist genauso! Selbe Szene. Was? Ich hab diese Scheiße satt. Hä? Nice. Diesmal nicht. Okay. Ja, yeah, wir haben eine Kettensäge. Als würde mich das aufhalten. Okay. Fick dich. Ach du Scheiße. Oh nein, der Safe Head. Oh no. Ah, sieht gut aus. Okay. Eis. Nein. Was müssen wir noch tun hier? Wie besiegen wir ihn? Oh, fuck you. Zwei auf
zweimal. Okay. Oh nein. Die Laura. Ich hab dich schon mal verbrannt. Und tu es wieder. Aua. Nein, geh da runter. Ich will da, geh da. Ah, hoffentlich. Ich hab dich schon mal verbrannt. Und tu es wieder. Okay. Nein! Ja. Nein! Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben es doch geschafft. Ich war doch schon da weg. Spiel, wie kannst du so gemein zu mir sein? Ich hab dich schon mal verbrannt. Und tu es wieder. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, Spiel. Nein, nicht. Nein, ich will Eis. Ich will Eis. Eis, Junge. Eis. Jawohl. Gut. Beeil dich doch mal. Okay, jetzt. Hier drunter. Scheiße. Ich muss sie da festhalten, irgendwie. Ja. Ja gut. Ein noch. Bei mir hin. Ja. Oh Mann, ey. Grrrr!
sind Sie? Was haben Sie sonst noch zu bieten? Myra? Sie muss in Sicherheit bleiben. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist mein. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Ich dachte, ich hätte das falsch gemacht. Myra? Okay, jetzt ist alles wieder mit dem weißen Zeug überzogen hier. So, damit würde ich sagen, hier machen wir dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich denke, wir sind kurz, also viel kann das eigentlich nicht mehr sein. Wie gesagt, wir haben ja schon viel gefunden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht nur 10 Minuten oder so, dass wir noch ein, zwei Völkchen voll kriegen. Aber ich denke schon. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.